Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Evermore. Ja, im letzten Part, da waren wir bei Feuerauge, denn wir hatten endlich diesen Vulgor, der wieder alles besiegt. Und wir sollen jetzt in einem Vulkan nach dem Rechten sehen. Und Struppi läuft hier schon wieder rum und schnüffelt und was weiß ich. Ja, aber bevor wir das machen, wollte ich noch ganz kurz was hier im Dorf schauen. Die Waffe haben wir ja hier nicht, das heißt, hier werden uns auch nie Gegner erwarten. Ja. Nee, hier war es nicht, dann war es weiter oben. Ja. Ist nämlich jetzt jemand. Hallo. Du hast schlauen Bär aus der Käferstippe gerettet. Das hast du sehr gut gemacht. Ich könnte dir eine neue Formel geben. Was meinst du? Es ist das Energieschild. Nimm ein Stück Lehm und etwas Asche, um deine Abwehrkräfte zu stärken. Ja, warum nicht? Oh. Okay, warum schnuffert Struppi zwischendurch und kratzt sich so? Das heißt, da ist gar nichts, oder? Naja, egal. Auf jeden Fall, ja, habe ich jetzt einen Hotkey für die Aufnahme bei diesem Spiel gewechselt. Wobei ich glaube, ich lasse den allgemein so. Und wir sollen jetzt hier im Norden nach dem Vulkan gucken, glaube ich, war es. Okay, will nicht mehr. So. Speichern mal noch kurz, so. Ja, im Norden. Warum habe ich das denn nicht aufgemacht? Egal. Da war ich doch schon mal. Ja. Oder nicht? Warum findet hier Struppi jetzt was? Ah, Öl gefunden. Dann ist noch was. Ah, Wasser. Okay, sehr schön. Man hört übrigens den Verkehr im Hintergrund, denn es ist Sommer, wir haben 26 Grad und wenn ich hier nicht anfange, die Fenster aufzumachen, dann werde ich hier schön verrecken. Ja, so ist das. Das ist leider ein ganz großes Problem hier. Aber ja, da müssen wir halt damit klarkommen, dass man dann den Verkehr hört. Hallo? Ich will jetzt hier finden, was Struppi da schnüffelt. Ist das weiter oben? Ah! So. Wahrscheinlich ist das hier irgendwo. Das muss doch hier irgendwo sein. Oh Mist. Jetzt habe ich es gefunden. Eine Wurzel. Okay, sehr schön. Hier sind ganz andere Pflanzen, kann das sein? Also so Pflanzengegner. Die sind aber auch nicht gerade stark. Ja, toll. Den habe ich wohl nicht richtig getroffen. So, egal. Wir gehen mal hier hin. Ja, toll. Irgendwie ist Struppi stärker als ich. Kann das sein? Okay, Wasser gefunden. Ist hier auch noch mal was? Hier scheint ganz viel zu sein. Wachs. Okay, da kommt jetzt eine Mücke her. Hallo? Da scheint Struppi wieder was zu finden. Was findest du denn hier? Ja, yeah, ich habe die besiegt. Endlich. Okay, Wurzel gefunden. Und hier scheint wieder was zu sein. Leben. Ja. What the fuck? Hallo? Ah! Mann, geh kaputt! Hör auf mich zu futtern, ich bin nicht so lecker! Öl gefunden, yeah! Oh, so viele Wege! Okay, bam! Sehr schön. Struppi, kannst weiter suchen. Los! Findest du hier was? Und wo? Nö? Gut. Hä? Denn jetzt? Entscheide dich mal. Okay, Öl gefunden hier. Und Asche gefunden. Cool. So, wie komme ich jetzt darüber? Mist. Ist hier noch was, Struppi? Schau mal. Da kann man nicht weiter, okay.
Wurzel gefunden. Ja. Yeah. Ist aber nochmal was? Wasser. Sind da oben wahrscheinlich auch wieder was. Und? Was ist da? Strobi? Wasser, okay. Ja, yeah, kaputt gemacht. Hier ist sonst nichts mehr. Gut. Dann begeben wir uns mal darunter. Du darfst gern weiter schnuffeln. So ist es nicht. Da sind wir. Sehr gut. Ist hier noch was? Ja, ein Moskito. So. Da scheint was zu sein. Asche, okay. Perfekt. Scheint da noch was zu sein? Nö? Okay. Hier kommen wir her. Gut. Dann haben wir soweit jetzt hoffentlich alle Wege abgesucht. Oh Mann. Okay, sehr schön. So. Mach die mal kaputt, genau. Auf was für ein Verhalten bist du eigentlich gerade, Struppi? Falsch, so. Suchend. Ja, machen wir dich mal weiter auf mehr suchend. So. Da ist nichts. Doch, da ist doch was. Hey, wo denn? Ja, yeah, Lehm gefunden. Okay. Da kommen wir nicht vorbei. Da müssen wir wohl einen anderen Weg suchen. So, Struppi scheint hier aber wieder was zu finden. Und da ist noch eine Pflanze. So, die wir diesmal alleine zerstört haben. Und da scheint es auch weiterzugehen. Ja, yeah, Nektar gefunden. Den können wir gut gebrauchen. Vor allem jetzt, wo wir halt wieder mehr Leben bekommen. Wurzel gefunden. Gut. Komm mit, Struppi. Wir müssen gucken, ob hier noch was ist. Ah! So. Okay, Blätter. Und was ist da, Struppi? Warte, ich komme hinterher. Wasser, okay. Sehr schön. Gut gemacht. Ist da noch was? Nö. Gut. Aber hier ist was. Ja, Wurzel gefunden. Sehr schön. Da ist auch eine Höhle. Dann schauen wir aber erstmal, was da oben ist. Hier. Was ist denn da? Oh, wir machen mal kurz ein Speichern. So. Das klingt hier echt gefährlich. Oh. Eine Spinne, Igittigat. Ja, so viele. So. Lästig irgendwie, ich weiß auch nicht. So. Und gleich nochmal. Jee, lasst mich. Hey, Finger weg. Okay, eine ist kaputt. So, kommt halt her, ihr Mistviecher. Oder auch nicht. Struppi erreicht Level 8. So. Sehr gut. Hier war was, glaube ich. Okay, ich glaube, hier sollten wir noch nicht sein. Oder? Okay, hier war nichts. Gut. So, warten wir kurz. Kaputt, haha. Lehm gefunden. Oh yeah. Komm mal her, du blödes Mistviech. So, Angriff. Und Mist. Nicht erwischt. Yeah. Dass sie rotes Blut haben, das ist krass. Und nochmal warten. Zwei Tropfen Öl gefunden. Okay.
Lehm gefunden. Da ist aber noch irgendwo was. Asche gefunden. Okay. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir nicht bei den Spinnen sein müssen, sondern woanders. Nicht mal in der Höhle oder so. Vergiftet. Verdammt. Und? Komm mit, Struppi. Wir gehen hier weg. Hier sind mir zu viele Krabbelfiecher. Habe ich denn irgendwas? Zauberperle? Nö. Elixier? Gibt es irgendwo eine Info, was es macht? Oder so? Keine Ahnung. Ah! Super! Was soll denn das jetzt? Ja, machen wir das so mal so mit den Blättern. Didi. Okay. Oh, verdammte Kacke. Oh, ziehen dann. Vergiftung lässt nach. Sehr gut. Also hält die nicht für immer an. Das ist gut. So, Struppi macht das mal kaputt. So, sind wir jetzt im Vulkan? Nein, das ist nur eine Höhle. Verdammt. Ich kaufe und verkaufe die besten Rüstungen. Wie kann ich dir helfen? Einkaufen. Panzerrüstung. Bleiarmband. Und Panzerhelm. Kaufen wir mal eine. Da haben wir eigentlich schon eins. Aber können wir davon zwei tragen? Egal, probieren wir einfach mal. Ich schätze mal, dass auch nur wir irgendwie Rüstung tragen können. Ja, das lassen wir mal so. Kleidung. Gibt's da noch was anderes? Moment. Okay, Moment. Taste, Farbe. Kleidung. Moment, gehen wir nochmal auf Kleidung. Ich wollte auf Kleidung, mein Lieber. So. Ach so. Okay. Ja, dann können wir eins verkaufen, denke ich. Ein Bleiarmband. Sehr schön. Sei denn. Moment, das muss ich jetzt schauen. Nö, okay, ändert sich nichts daran. Gut. Drei Stücke Wachs gefunden. Sehr schön. So, egal. Wir gehen jetzt mal weiter. Wieder. Und so weiter und so fort. Habe ich die denn jetzt verkauft? Muss ich mal schauen. Verkaufen. Okay. Aber die habe ich noch nicht geöffnet. Wir speichern mal ganz kurz. Was ist da? Was gibt's da zu schnuffern? Was gibt's da zu schnuffern? Nichts? Okay. Gut. Wenn da nichts zu schnuffern gibt. So. Ja. Wurzel gefunden. Hui, was man da nicht alles findet, ne? So. Wir sollten uns ganz kurz hier nochmal anders bewegen oder so. Ja, jetzt klappt's. Sehr schön. Oh, verdammt! Blöde Viecher da. Okay, jetzt müssen wir doch da lang, wo die Spinnen sind. Okay. Aber gut zu wissen. Denn da kommen wir ja nicht lang. Nein! Lass mich, du blödes Mistviech. Tsching, tsching. Immerhin haben wir da jetzt wieder was. Wasser, okay. Sehr schön. Dann gehen wir doch da lang, wo die Spinnen sind. Ha!
Okay. Und halt her, ihr Mistviecher. Ih, vergiftet, na toll. Geht weg. Sehr schön. Wow, gleich besiegt. Und? So, perfekt. Und nochmal. Und nicht kaputt? Hm, das ist komisch. Egal, wir heilen uns mal kurz. So. Und da scheint auch was zu sein. Wasser. Okay, perfekt. So, ein Vergiftung lässt nach. Das ist sehr gut. Shit. Perfekt. Kaputt. Okay, komm halt her. Und? Und nochmal. Komm halt her. Komm her. Komm her. Perfekt. Okay. Gleich das nächste Mistviech. Und nochmal warten und... Bam! Es ist wie Cooldown in so RPGs-Dinger, wenn man da ja bestimmte Angriffe verwendet. Da müssen die ja auch erstmal immer wieder an so Cooldown halt bekommen, bla bla. Kennt ihr ja bestimmt. So, was ist da? Okay, wahrscheinlich hier, genau, Wurzel gefunden. Hier unten ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr, gut. Dann können wir ja weitergehen. Hoppala. Kristalle. Ui. Du betrittst das Land der Knochen. Bereite dich auf dein Ende vor. Hä? Ah, verdammt. Und? Warten, bis die hier da einkommen. Gut, machen, komm. Shit. Schnell. So. Und? Shit, warum machen die so viel Schaden? Mist. Daneben. Okay. Und? Wir sollten mal warten, bis der da ist. Und so angreifen. Genau. Bam! Und? Oh, verdammt! Nochmal mit Blattteilen hier. Ah! Wie wär's, wenn wir mit Magie mal ein bisschen nochmal hier... Genau. Bam! Und? Gleich mal Säureregen. Ding, ding! Ja, können wir gleich mal ausprobieren hier. Und den anderen hier. Halt. Gleich alle, ja. Warum denn nicht? So, gleich mal wieder alle. Wir dürfen gern mal kaputt gehen. So. Ding, ding. Ich meine, wir haben so viele Zauber, da können wir die auch mal ausprobieren hier. Vielleicht sollten wir aber den da nochmal ausprobieren. Mich erreicht Level 9. Shit. Warum greift der mal dann nach zur Seite an? Okay, nochmal. Bam. Okay. Okay. Und nochmal alle. Bam. Wir sollten vielleicht auch nochmal das hier. So. Bam. Puff. Da ist einer kaputt. Sehr schön. Und... Zack. Oh, Struppi ist besiegt. Na toll. Hundekuchen. Zang. Bitteschön. Und... Vielleicht mal wieder Zauber hier ausprobieren. Sehr schön. Den schaffen wir jetzt ohne Zauber. Yeah! Oh Gott. Dreimal Asche gefunden.
Na toll, jetzt kommt der daher. Machen wir gleich mal hier nochmal Energieschild. Ching. Und Säureregen. Ding, ding. Und mal noch eine Schlammbombe hinterher. Oder auch nicht. Bam. Kaputt. Schlammbombe erreicht Level 1. Sehr gut. Können wir gleich nochmal anwenden. Zum Üben. Sehr gut. Die macht nämlich echt eine Menge aus, finde ich. Und die trifft halt auch so gut. So. Shit. Okay, machen wir gleich nochmal hier mit dem. Okay, und nochmal Schlammbombe. Zack. Jetzt dürfte der aber mal langsam kaputt gehen hier. Struppi hier schon die ganze Zeit so fleißig sucht. Ey, Struppi, jetzt ist nicht die Zeit zum Suchen, jetzt ist die Zeit zum Kämpfen. Shit. Und? Bam, kaputt. Yeah. Speer erhalten. Sehr schön. Aber ich würde gerne noch mit der Axt weiter, bis die gelevelt ist. Gerne weitermachen. Ja, und jetzt? Ob diese Tür wohl zum Vulkan führt? Danke, dass du die Höllenkreaturen besiegt hast. Sie haben den heiligen Friedhof durch ihre Anwesenheit entweiht. Waren das die Echsen? Ja, das waren die Echsenmenschen vom Vulkan. Sie haben den Friedhof angegriffen, um sich mit Knochenteilen auszurüsten. Wenn wir zur Mitte des Vulkans vordringen, werden wir sie vernichten. Warum begibst du dich dorthin? Es ist sehr gefährlich dort. Feuerauge hat uns vom Plan der Echsen erzählt. Feuerauge? Ich kenne sie, du musst nichts mehr sagen. Wenn du ein Freund von ihr bist, dann weiß ich, dass ich dir trauen kann. Auf der Spitze des Vulkans wirst du den Schlüssel zur Tür in den Vulkan finden. Ich öffne dir das Tor. Danke. Aber bevor wir das machen, machen wir hier ein bisschen einen kleinen Schnitt oder so. Soll ich deine Wunden heilen? Das wäre nett, danke. Wenn du später verwundet wirst, kannst du meinen Krafttauch verwenden. Du musst nur einen Tropfen Wasser mit einer Wurzel vermischen. Yeah. Okay, alles klar. Okay. Struppi, jetzt wird dann aber hier aufgehört mit Suchen. Wir machen nämlich an dieser Stelle einen kleinen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, tschüss!